Bei Google war er nach Bergmann der zweitbekannteste Ingmar. Wir wissen nicht, ob unsere Show beim letzten Mal so sein Ding war. Direkt aus Berlin kam er mit seinem Rad an. Hier ist der böse Mecker-Onkel Ingmar Stahlmann! Ich bleib einfach hier, ja? Das haben wir beim, letzten Mal. Yvonne Katterfeld, Kellner, sag mal, hackt's? Was ist denn mit euch? Die hat sich nicht. Die haben mich. Ich war ja hier schon. Die haben gesagt, du kommst noch mal. Ich kann das nicht. Es ist alles Neues. Alles. Es ist genau dasselbe Scheiß. Das Publikum sieht besser aus. Das ist aber alles. Wir haben neun Karten. Ja, letztes Mal saß da eine Asiatin, die du selber dahingesetzt hast, damit ich wahnsinnig werde. Die hat wahrscheinlich kein Wort verstanden. Die hat nie gelacht. Die hat nur geguckt. Sag mal. Die hat nicht reagiert, die hat nichts gemacht. Ich meine, gut, Asiaten, andere Kultur, aber ich kann hier keine Delfine schlachten. Wir können doch nicht... Was ist das für eine Scheiße? Wir sind im Keller. Ich habe zwei eigene Fernsehshows, Freunde. Abbruch hier jetzt, eine Abbruch. Für Telefons, eine für 1 Plus. Und muss beim MDR in einem Keller auftreten, in dem schon Hitler den Krieg verloren hat. Was ist... Die Make-up-Frau macht Interviews. Wie viel muss man wissen über diese Show? Die Make-up-Frau sprach. Ich sitze da, werde geschminkt. Die sagt auf einmal: Ingmar, wie ist es so, den Deutschen Comedy-Preis zu gewinnen? Wie gruselig ist das denn bitte? Nur um ein Gehalt zu sparen. Pfui, MDR, wirklich. Und jetzt sitzt du wieder. Ich höre dir so gerne zu, Ingmar, aber mein Mikro ist eh aus. Ich kann das nicht. Ich hab's letztes Mal gesagt, das ist, als wenn meine Mutter mir beim Bumsen zuguckt. Er sitzt. Ingmar, ich geh. Mach dein Ding. Ingmar, danke. Schön, dass ihr klatscht. Oh. Es ist so schlimm. Er hat recht, ich habe diese ganzen Comedy-Preise gewonnen, es stimmt. Ja, aber ich möchte gleich am Anfang sagen, das ist natürlich so ein bisschen wie schwanger sein mit diesen Preisen. Ne? Also jeder sieht's, jeder gratuliert, aber wie oft man dafür gefickt worden ist, das weiß keiner. So, gleich mal weg damit. So. Und bitte nicht wieder hinter. Letztes Mal, als ich in der Bar gesessen bin, da kommen Leute hinterher und sagen, ich hab noch einen Witz für deine Show. Nein, mach das bitte nicht. Geht nicht zu Comedians hinterher und erzählt den Witz. Mach das nicht. Das ist wirklich der Schlimme. Wir werden alle depressiv, wenn ihr sowas macht. Hört auf damit. Wirklich. Die Leute erzählen Witze, die sind so schlimm. Das kann man nicht erzählen. Letztens. Kommt dieser Typ zu mir, das ist ein guter Witz für deine Show. Ich denke, was denn? Da kommt ein Mann auf einer Brücke, da steht eine Frau, die will sich umbringen. Ja, das fängt ja super an. Das ist genau ein Witz für mich. Ja, die will da runterspringen, ja. Dann kommt der Penner da lang und sagt zur Frau, wollen Sie da runterspringen? Ja. Ja, da können Sie doch vorher noch mal mit mir schlafen. Natürlich nicht. Gut, dann warte ich unten. Ist das ekelhaft? Das ist doch ekelhaft, oder? Wie kann man so, wieso erzählt mir sowas, als würde ich sowas im Fernsehen erzählen? Was mit den Leuten los ist. Ja, schön. Aber heute hier sieht es sehr, sehr gut aus. Ist übrigens derselbe Carsten, das ist auch eine Lüge. Das ist kein neuer Carsten. Ist derselbe Carsten, der hat das letzte Mal danach eine Chemotherapie gebraucht. So sieht man aus, wenn man eine Staffel kommen mit Carsten durch hat. So. Ist ja auch ein sympathischer Sender. Deswegen, ich freue mich ja immer, wenn ich zurück so im Osten bin tatsächlich. Ich bin ja geboren in Sachsen-Anhalt. Ich bin ja richtig Ossi. Ich lebe schon lange in Berlin, aber ich bin tatsächlich sehr ostmäßig, muss man schon sagen. Im Inneren. So. Und ich habe etwas festgestellt. Ich bin ja viel auf Tour und so weiter. Und wenn man jetzt so irgendwie im Westen unterwegs ist, dann versucht man sich auch zu entspannen. Aber ich weiß sofort, wann Ost und wann West ist, bei einer Sache. In der Sauna. Ich weiß nicht, was mit denen kaputt ist. Ich weiß es wirklich. Ich meine, wir waren ja immer alle nackt. Meine Oma hat das hier erfunden quasi, nicht? Die haben das... Das war ja damals ein politisches Statement, nicht? Man hat sich ausgezogen, um schlechter verwandt zu werden. Das war die Idee, nicht? So war das. Aber ich bin ja auch immer nackt, wenn ich in die Sauna gehe, nicht? Aber im Westen, wenn du irgendwo in Nordrhein-Westfalen und in die Sauna gehst, da sitzen lauter hübsche Frauen in weiße Handtücher gerollt in der Sauna. Ja, wo ich oft drüber gehe und sage, was soll denn das? Zieh doch mal aus, Mäuschen. Das ist FKK-Bereich. Und wenn man dann nachfragt, dann sagen die sowas wie, so ganz nackt in der Sauna, da fühle ich mich unwohl. Ich denke, was für ein Schwachsinn. Mein Vater hat früher nackt neben uns gegrillt. Da fühlst du dich unwohl. Psst.
auch eine Wurst, Junge. Wenn der mit dem Teller kam, da wusstest du manchmal gar nicht, wo du hingreifen sollst. Nee, und dann, beruhigt euch, dann waren wir als Kinder oft sehr, sehr gläubig und haben dafür gebetet, dass das Mayo an den Würsten ist, nicht? Also, das war ja auch, muss man sagen, früher war das ja okay, wenn er nackt gegrillt hat, ne? Aber mittlerweile ist er in einem Alter, da weiß er gar nicht mehr, was auf dem Grill liegt, nicht? Dass du, da merkt er erst, dass es nicht mehr die Wurst ist, wenn er es nicht wenden kann, nicht? So, das ist richtig bitter, nicht? Und wenn man dann so nachfragt, die jungen Mädels mit den Handtüchern und so, dann sagen die so, ja, wir sitzen da nicht nackt, weil wir wollen nicht, dass die Männer geil werden. Ja, aber die ganzen älteren Frauen, die sitzen da ohne Handtuch. Aber die machen das wahrscheinlich auch, damit die Männer nicht geil. Und das, wie gesagt, das ist ja nur im Westen. Im Osten sind alle nackig. Hier sind alle nackig. Ich war in Thüringen in der Therme. Da kam... Ihr kennt es. Ich war in Thüringen in der Therme, da kommt Ingrid rein, 72, starke Raucherin. Freunde, die hätte ein Handtuch vertragen. Nicht? Also, wie die aussah, ich habe sowas noch nie gesehen. Wirklich, das war kein Körper, das war Schmelzkäse. Also, es war wirklich, die hatte keine Brüste, das waren Kiwis in Socken. Das war so schlimm, ich habe sowas noch nie gesehen. Es war wirklich Brustwarze, Bauchnabel, Brustwarze. Und dann diese Brustwarzen. Die aussahen wie zu stark beheizte Rahnfelder. Oh! Und wie sie da reingekommen ist, als hätte sie der Lanz gerade bei Wetten das anmoderiert. So, oh, Hallöchen! Na, ist das hier schön muggelig? Da wird mir ja ganz warm in der Vagina! Da muss ich ja aufpassen, dass mir nicht die Marmeln an hier. Marmeln anbraten! Stört sich, wenn ich eine roche? Oh! Und dann war die auch noch tätowiert. Die hatte Tattoos. Die hatte hier die Stones und hier die Beatles. Ich hab's erst gar nicht gesehen, erst als sie die hochgenommen hat. Das war so schlimm. Ich konnte gar nicht weggucken. Und sie denkt, ich flirte mit ihr. Natürlich. Ein Stück Butter im Ofen oder was? Na klar. Und irgendwann spricht sie mich an. Na? Kennst du die Bands? Und ich sag, welche Band? Na ja, die. Oh, pff. Ich hab dann zu ihr gesagt, also die rechte Band kenne ich nicht. Die linke Band kenne ich auch nicht. Aber die Band in der Mitte, das ist CC Top, oder? Für die jüngeren MC Fitti, das ist... Da war Stimmung, könnt ihr mir glauben, nicht? Das war... So, man sagen muss, ich meine das ja nicht über Frauen, bei älteren Männern ist es ja auch eine Katastrophe, ne? Als wenn man 60 wird und sagt, so, ich höre jetzt auf zu rasieren. Das ist ja auch schlimm, was man da sieht, was da neulich für einer reingekommen. Ich habe gedacht, der schmuggelt eine Ladung Zuckerwatte in die Sauna. Das war wirklich, wie das aussah. Und ich war kurz davor zu rufen, Entschuldigung, Ihnen hat da jemand ein rosa Kaugummi reingeworfen. Das war gar kein Kaugummi. Das war echt. Und ich muss ja zu, ich meine, ich gucke ja wirklich selten Pimmel, ja, aber... Manchmal kommen Leute in die Sauna, mein lieber Scholli. Also wie so ein Babyarm, der einen Apfel hält. Ja, also wirklich. Da war ich kurz davor, einen Flip zu werfen, um zu gucken, ob er schnappt. Ja. So, Dankeschön.